Herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Mein Name ist Daniel Mosessian vom Heimkinoraum Stuttgart und heute schauen wir uns ein ambitioniertes Gaming-Heimkino an, nämlich das Heimkino Highscore. Aber warum heißt das Heimkino denn Highscore? Ja, die Kunden sind leidenschaftliche Gamer. Sie sind im Besitz diverser Spielekonsolen, waren aber so mit ihrer Spieleerfahrung nie sehr zufrieden, weil sie immer über einen relativ kleinen Fernseher gespielt haben, 42 Zoll, ja, da kam nicht dieses Mittendrin-Feeling auf. Dann haben sie sich zu uns in den Heimkinoraum begeben und mal geschaut, naja, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten? Wir haben ihnen das vorgestellt, dass man das auch über eine Projektor-Leinwandlösung umsetzen kann und dafür haben sie sich dann auch entschieden. Die besonderen Kundenwünsche hier im Heimkino Highscore waren vor allen Dingen eine sehr, sehr gute Surround-Sound-Wiedergabe. Die Kunden möchten sich gerade durch Spielen mittendrin befinden und das kam bisher auf dem relativ kleinen Fernseher nicht richtig rüber. Und das haben wir durch eine 5.1 Surround-Anlage lösen können. Aber auch bildqualitativ war der Anspruch sehr hoch. Gamer möchten eine sehr helle Wiedergabe, eine sehr kontrastreiche Wiedergabe. Und das konnten wir hier zum einen über den Fernseher als auch über den Projektor sehr gut lösen. Zudem die Steuerung war immer ein wichtiges Anliegen. Bisher hatten sie da immer Probleme. Wir hatten verschiedene Fernbedienungen. Nee, jetzt haben wir eine Lösung. Wir haben nur noch eine Fernbedienung und da startet auf Knopfdruck das Kino. Jetzt möchte ich Ihnen das Heimkino Highscore ein bisschen genauer vorstellen. Wir haben hier zum einen in der Mitte den schönen großen Sony-Fernseher in 65 Zoll. Hierbei handelt es sich um den XE9005, der auch gerade für Spielen durch einen geringen Input-Lag, also das heißt durch eine geringe Eingangsverzögerung, sich ideal eignet. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben einmal die TV-Lösung, aber einmal auch das Großbild. Wie haben wir das umgesetzt? Hier oben ist die Multiformat In-Ceiling Tension verbaut von der Firma VNX. Hierbei handelt es sich um eine Multiformat-Leinwand, das heißt, wir können hier verschiedene Formate abbilden. Einmal 16:9 und einmal zum Beispiel auch 21:9. Das heißt, wir haben für Spielen verwenden wir immer den 16:9 Modus. Und fürs Filmeschauen ist dann zum Beispiel der 21:9 Modus geeignet. Die Leinwand wurde hier abgekoffert, das heißt, sie ist sehr unsichtbar installiert worden und es war gerade nämlich auch der Kundenwunsch, deswegen haben wir das so mit integriert. Vom Raum her, wir sehen hier, wir haben die Wand wurde rot gestrichen, auch die Seitenwände und die Decke wurde nochmal in grau gehalten, damit wir für das Bild nochmal einen idealen Kontrast bekommen. Und dass wir auch tagsüber hier spielen können oder Fernseh schauen können über die große Leinwand, sind hier entsprechend auch Vorhänge installiert worden. Die sind zuziehbar und damit wird der gesamte Raum abgedunkelt und wir können auch zum Beispiel tagsüber schauen. Man muss aber nicht immer den gesamten Raum dunkel gestalten. Es gibt auch die Möglichkeit, gerade in hellen Wohnzimmern, also wenn man zum Beispiel weiße Wände hat, kann man zum Beispiel Hochkontrastleinwände einsetzen, die dann auch in hellen Räumen ideal einsetzbar sind. Am besten, Sie kommen mal von uns vorbei und schauen sich mal die diversen Lösungen an, die wir anbieten. Ich mache hier gerade mal den Vorhang wieder zurück, dass wir es ein bisschen heller haben. Denn dann würde ich gerne die Lautsprecher vorstellen. Wir haben hier die Quadral Asken-Serie verbaut. Das ist jetzt der mittlere Lautsprecher, der 80er. Der besticht durch, hat ein sehr schönes Gehäuse, ist hier matt lackiert, passt sehr gut in die Raumgestaltung herein. Wir haben hier entsprechend drei Wegesystem mit Hochtöner, Mitteltöner und zwei Tiefbass-Chassis. Und die machen gerade im Stereo einen richtig guten Klang. Hier würde ich Ihnen auch empfehlen, kommen Sie mal bei uns vorbei, weil wir haben diverse verschiedene Lautsprecher im Angebot. Die Kunden sind auch zu uns gekommen, haben sich die verschiedenen Lautsprecher im direkten Vergleich angehört und haben sich dann letzten Endes für die schönen Quadral entschieden. Dann haben wir einen Center-Lautsprecher, natürlich auch von der Quadral-Serie, Asken-Serie. Der ist hier in der Mitte verbaut, für die Dialoge zuständig und ist natürlich ideal vom gleichen Hersteller, von der gleichen Serie, damit wir hier ein homogenes Klangbild haben. Dann haben wir noch einen Subwoofer installiert. Der ist jetzt von der Marke SVS. Der steht hier. Das ist ein geschlossener Subwoofer, das heißt, der hat keine Bassreflexöffnung. Weil die Kunden hören auch mal gerne Rock und Hip-Hop und möchten dazu noch mal mehr Bass haben. Ich meine, die Standlautsprecher bringen schon relativ viel, aber gerade untenrum kann es noch mal ein bisschen mehr sein. Und hier ist der SVS klasse geeignet, bietet durch sein geschlossenes Gehäuse trotzdem eine sehr, sehr gute Basswiedergabe
Und es macht dann gerade beim Musikhören, gerade bei Hip-Hop-Rock nochmal richtig Spaß. Ja, die gesamte Technik ist hier im Lowboard untergebracht. Das heißt, wenn ich hier mal das Lowboard öffne, haben wir hier zum einen den Yamaha V-Verstärker, das ist ein RX-A1060. An dem wird entsprechend auch der Fernseher und der Projektor mit angeschlossen. So können die Kunden immer entscheiden, möchten wir über den Fernseher schauen oder möchten wir auch über den Projektor schauen. Dann haben wir die Spielekonsole, eine PlayStation 4 Pro, die natürlich auch 4K wiedergeben kann. Im nächsten Abschnitt, wenn ich hier mal aufmache, sehen wir hier Oppo Blu-ray-Spieler, der natürlich auch 4K-tauglich ist. Eine VU, das ist ein TV-Receiver. Und dann natürlich die nächste Spielekonsole, die Nintendo Switch. Und auch, das ist ganz interessant, hier wird noch ein Steam Link eingebaut. Der ist dazu da, der Kunde hat im Büro einen sehr leistungsfähigen Gaming-Rechner. Und über diesen Steam Link kann man dieses Signal oder das Bildsignal hier in das Heimkino leiten. Und darüber lässt sich dann auch super spielen. Ne? Und dann haben wir noch das letzte Fach. Und wen überrascht's? Hier ist natürlich auch eine Spielekonsole untergebracht, eine Xbox One X. Und dann kommen wir mal zu der bildgebenden Kraft hier im Heimkino. Da haben wir nämlich als Projektor in dem Raum einen Projektor von Epson verbaut, den 9300W, 4K-Gerät, 4K-E-Shift-Gerät mit einem sehr, sehr hohen nativen Kontrast und auch einer sehr, sehr schönen Farbwiedergabe. Die Grundvoraussetzung für die Installation dieses Heimkinos war eine einfache Steuerung dieses Systems. Und das haben wir natürlich auch umgesetzt, denn wir verwenden hier keine 10 Fernbedienungen mehr, sondern nur noch eine einzige. Und diese Fernbedienung, die kann ich aktionsbasiert steuern. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf diesem Display hier die Aktion Fernsehen schauen über den Projektor. Dort drücke ich drauf und das gesamte System startet automatisch. Wir haben noch eine kleine Besonderheit hier installiert, nämlich eine Sprachfernbedienung. Das möchte ich mal zeigen, wie das funktioniert. Alexa, let's play! Ja, das macht schon richtig Spaß, auf so einer großen Leinwand zu zocken. Wenn Sie auch Interesse an so einer schönen Lösung haben, besuchen Sie uns in Deutschland und in Luxemburg. Wir haben diverse Standorte in der ganzen Region. Mein Name ist Daniel Mosessian vom Heimkinoraum Stuttgart. Bleiben Sie aktuell, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, Instagram und auf Facebook. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis bald!